Kompatibel, kosteneffektiv und kompakt. Diese Eigenschaften vereint das hochmoderne Gasspektroskopiesystem, das am IHP gemeinsam mit dem Institut für optische Sensorsysteme des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt und der Humboldt-Universität entwickelt, aufgebaut und getestet wurde. Das neuartige Sensorsystem ermöglicht den kostengünstigen Nachweis bestimmter Moleküle in Gasen. So kann beispielsweise Luft- oder Atemgas im Hinblick auf die einzelnen Bestandteile analysiert werden. Erstmalig werden hier ein eigens am IHP entwickelter Silizium-Germanium-Sender sowie Empfängerchip mit integrierten Antennen verwendet. Das ermöglicht hochauflösende spektroskopische Messungen in den Bereichen um 250 und 500 GHz. Diese Messungen verwenden eine Gasabsorptionszelle zwischen dem Sender- und Empfängermodul. Eingebaute Linsen ermöglichen einen hohen Antennengewinn und fokussieren den Strahl für ein effizientes Ergebnis. Das Potenzial dieser Methode ist aufgrund der hohen Empfindlichkeit sehr vielseitig. Neben einer potenziellen Anwendung im Sicherheitsbereich für den Nachweis toxischer Gase in der Luft sollen mittels einer Atemprobe auch Krankheiten wie zum Beispiel COPD und Diabetes nicht invasiv diagnostiziert werden.